dann bricht der Stream ab. Und das will ich nicht. Also, dann haben wir das geschafft. Gehen wir zum Red Bull Ring. Da gewinnen wir den M3 Evolution. Das ist der volle Kurs. M3 Sport Evolution. Regnen könnte es auch, würde mich zumindest nicht verwundern. Ich habe endlich mein Traumauto gekriegt, einen BMW M4. Verlassen Sie sich darauf, dass ich in ihm antreten werde. Und es sieht heute ziemlich bewölkt aus, ich hoffe, es wird nicht regnen. Falls doch, müssen Sie in allem, was Sie tun, besonders vorsichtig sein. Ja, dann regnet's halt. Wie die meisten wissen, habe ich mit dem Red Bull Ring eine Hassliebe. Beziehungsweise, nee, nicht mal eine Hassliebe. Ich mag den Kurs nicht. Ich finde ihn gut zum Racen, aber ich mag ihn nicht. Zum Fahren. Ja, Lopez wollte sich hier schon mal viel Zeit auf dem Graben. Ich muss das in die Kurven holen. Keine Ahnung, wie viel ich aufgeholt habe. Das sind aber vielleicht 5 Sekunden. Ups. Jetzt da um die Remus, da hole ich eh nicht viel auf. Das war immer meine schwächste Kurve auf der Strecke. Aufgeholt. Viel zu spät, viel zu spät. Eieiei. Und der Wert ist auch schon hinter Lopez. Der fällt einfach ein überpowertes Auto. Richtig überpowered. In dem muss ich mein Auto tunen. Will ich eigentlich nicht. Ja, kämpfen gegenseitig.
sich aber rechtzeitig bremsen, ansonsten wird es düster mit dem Sieg. Nichts aufgelöst, gar nichts. Ach Mann, ich muss dann also noch mehr aufmachen, ansonsten kann ich hier wirklich nicht mithalten. Zumindest wenn der Wert mitmacht. Den Kopf habe ich auch nicht mehr. Okay, dritter Platz, das reicht zumindest für das Auto, aber es ist halt trotzdem kein schönes Ergebnis. Also, dann haben wir den jetzt auch. Gibt aber gute 200 Punkte, immerhin. Aber ja, da muss ich jetzt halt nochmal ins Tuning Center und da muss halt noch etwas anderes gemacht werden. Ich würde mal sagen, wir machen den Rennauspuff drauf. Das bringt zwar ja, ein paar PS bringt's. Ja, machen wir den Rennauspuff drauf, den Rennluftfilter und einen Auspuffgründer. Kanäle polieren muss ich nicht, sonst steigt der Hubraum. Na egal. Das sind jetzt gut 20 PS mehr, das sollte eigentlich schon reichen. Ansonsten machen wir halt noch breite Karosserie kostet viel. Ein paar Aero-Teile drauf. Typ B. Da geht nur Typ A. Hier noch Typ A. Und hier auch Typ A. Mal schauen, ob das was bringt. Damit sollte die Kurvenlage auf jeden Fall noch besser werden. Die Rundenzeiten sollen dann vielleicht nochmal 1-2 Sekunden tiefer werden. Also nochmal zum Red Bull Ring. Ich lasse mich da ungern besiegen. Wenn ich schon ein Rennen teilnehme, dann möchte ich eigentlich auch den Sieg holen. Ja, ja, der Abtrieb geht da jetzt wahnsinnig hoch, 270 und vorne machen wir 220 drauf. Macht ihn zwar deutlich langsamer auf der Geraden, aber dafür sollte die Kurvenlage doch noch ein gutes Stück steigen. Jetzt sind wir schon bei 583 LP.
Aber eigentlich schon längst übt den empfohlenen. Da ist schon längst eigentlich über der empfohlenen LP-Grenze. Aber ich mache halt nur, was nötig ist. Wenn der andere die LP-Grenze auch nicht beachten, muss ich das auch nicht. Also das ist bereits der Wert. Jetzt bist du nicht mehr so viel schneller, ne? Das ist jetzt eine richtig gute Rennbahn. Müsste ich nur noch die Spur verbreitern und noch breitere Reifen drauf machen. Dann hätten wir schon ein sehr gutes Auto. Natürlich noch lange nicht der Rennbetrieb, aber doch durchaus Clubsport-fähig. Man sieht, der wird, der flügt auch durch seinen starken Empfehl. Wegen dem Typen muss ich das Auto wieder aufmotzen. Der Lopez ist immer noch schneller auf der Geraden. Meins ist. Da kann ich ihn halt auch nicht überholen auf der Geraden. Muss ich in die Kurven machen.
gerade einfach, hier den zu schlagen. Jetzt. Willst du das sagen, es war ein relativ sauberes Rennen. Sagen wir bitte, es war ein sauberes Rennen. Nee, war es nicht. Aus irgendeinem Grund war es das nicht. Naja, egal. Gewonnen ist gewonnen. So, und jetzt noch auf den Nürburgring. Ich denke, jetzt auf dieser Strecke dürfte es weniger von Belang sein, wie viel Power das Auto hat. Denn der Nürburgring ist deutlich technischer, da kann man viel mehr Zeit in den Kurven aufholen. Zwei Runden hier aber nur. So, Ruilar. Ich liebe die Geschichte und den Sound dieses kompakten M3 E30 von 1989. Er ist etwas alt, aber mit mir am Steuer fährt er sicherlich bis ganz an die Spitze. Ich werde das Beste aus der Leichenkarosserie machen und alles geben. Ja, viel Glück dir. John Tatum. Ich muss da ziemlich viel korrigieren. Die Strecke hat also nicht so viel Grip. Jetzt fährst du auch mit, ist nicht aufgefallen. Sauberes Rennen gibt es nicht mehr, glaube ich. Und da war ich zweifellos viel zu spät auf der Bremse. Dabei macht es auch gar nicht mal so dumm, es zinkt mich immer auf die Außenseite, weil ich weniger Grip und die schlechtere Linie ist.
müssen wir auch frühzeitig für die Schikane auch erwischen. Das Lenkrad fängt ein bisschen an zu quietschen, wenn wir zu stark lenken. Aber damit ist jetzt die M3-Sammlung auch komplett. Und ja, logischerweise gibt es kein sauberes Rennen. Hätte ich auch nicht erwartet. So, ein M3 von 2007 jetzt auch geholt. Gibt nochmal 93 Sammlerpunkte. Der Wirtz ist trotzdem noch Dritter geworden. Also. Dann gehen wir zurück zu Luca. Und zeigen ihm unsere M3-Sammlung. Sammlung BMW M3 abgeschlossen. Hey, Glückwunsch, Sie haben alle drei Autos. Damit ist Ihre BMW M3-Sammlung komplett. Sobald Sie Ihre Belohnungen haben, kann ich Ihnen einige Geschichten über diese Autos erzählen. Ein 3-Sterne-Roulette-Ticket. Schön. Menübuch Nummer 22. Sammlung BMW M3. BMW hat viele Erfolge bei Touren, Autorennen erlebt und das mit Autos, die auf Serienmodellen basieren. Am Anfang war die hauseigene Sportabteilung von BMW für die Motorsportaktivitäten der Firma verantwortlich. Im Jahr 1972 gründeten sie einen Tochterkonzern namens BMW Motorsport. Die technischen Spezialisten der neuen Firma haben Motoren für Formel 1 Maschinen und Tourenwagen entwickelt. Im Jahr 1993 wurde ihr Name zu BMW M geändert. Ein Name, der nach wie vor verwendet wird. Die Autos aus der BMW M-Reihe, die Sie hier sehen können, wurden von ihnen als Serienmodelle entwickelt. Sogar neben anderen Autos von BMW zeichnen sich diese Modelle durch ihre Leistungsstärke und Beliebtheit aus. Die erste Generation des BMW M3 feierte 1985 ihr Debüt und war das Basismodell für den Tourenwagen der Firma. Er wurde von Grund auf entworfen, als wäre er ein Rennwagen und ist nach wie vor eine Legende unter den M3. So, nächste Sammlung, Alfa Romeo. Dafür bekomme ich wieder ein Roulette-Ticket. Erstmal mit dem Alfa Romeo Mito. Hervorragende Lenkung und Kontrollierbarkeit wurden mit einem niedlichen Aussehen kombiniert. Kann ich im Brands Hatch gewinnen und empfohlenes Auto ist der Porsche 911 GT3 mit 580 LP. Dann haben wir den Alfa Romeo 4C. 1000 Fahrzeuge wurden annähernd sofort verkauft. Die limitierte Launch Edition des 4C mit den Leistungen eines Supersportwagens. Ja, ist ein hübsches Modell. Dann noch der 8C Competizione. Die Rückkehr des Heckantrieb-Coupés von Alfa Romeo mit einer Endgeschwindigkeit von über 290. Für dieses Menü sollten Sie Autos des italienischen Herstellers Alfa Romeo sammeln. Die Hochleistungsedition zahlreicher Alfa Romeo Modelle tragen den Namenszusatz Quadrifoglio Verde. Das bedeutet vierblättriges Kleeblatt auf Italienisch. Von den Autos, die Sie brauchen, ist der 8C Competizione der leistungsstärkste. Bewohnten Sie ihn mal in Ihrer Garage. Wenn Sie alle drei Autos haben, erhalten Sie eine Belohnung. Also kommen Sie wieder her, sobald Sie soweit sind. Gut, okay. Thank you.
gebraucht. Dort haben wir wahrscheinlich immer noch die gleichen Modelle. Ah ne, da oben hat sich's geändert. Mito 8C. Und ja, der 4C ist nicht dabei. Hat sich also tatsächlich etwas geändert. Die oberste Reihe ist dann jeweils immer für die jeweilige Mission mit den für das jeweilige Menübuch reserviert. Aber jetzt hier kann ich wollte mir eigentlich noch den zweiten M3 Sport Evolution holen, aber das geht vorerst halt nicht. Sei es drum. Das ist halb so wild. Wir werden irgendwann die Chance bekommen, den noch zu holen. Ziemlich sicher. Also, Europa. Brands Hatch, Alsace und Sardinia. Dann erstmal in Brands Hatch, da können wir den Mito holen. Mach ich doch gleich. Carrera RS, Megan RS, DS3, 4C. Straßenwagen. Und ja, 600 LP sind empfohlen. Ich fahre weiter mit dem M3. Ja. Gerade jetzt für die Strecke Brands Hatch GP Circuit wird es durchaus nützlich sein. Beauvoir. Ich werde von jetzt an für AMG Rennen fahren. Das ist ein Unternehmen, das alles hat, was ich von einem Automobilhersteller erwarte. Schön für dich. Schön für dich. Ui, der dort schon fast weg. Turbo sieht aber aus. Alpha, schön. Glaube ich, noch sauber durchgekommen.